Heute will ich euch über meinen größten Fehler in der Fotografie erzählen. Der ist jetzt nicht lebensbedrohlich, aber extrem nervig und ich will direkt loslegen. Es geht um diese Kiste. Die Kiste ist stellvertretend für meine Akkubox. Die ist nicht vollständig gefüllt, weil viele Kameras sind gerade bestückt. Hier liegen einige Akkus und sind noch mehr im Lager. Worauf ich hinaus will: Als Fotograf, als Filmer hast du sehr wahrscheinlich jede Menge Akkus. Also wer einen Akku hat, das ist ziemlich unglaubwürdig, sondern man hat in der Regel mehrere Ersatzakkus. Je nach Kamera habe ich 4, 5, 6 oder noch mehr Ersatzakkus, also pro Kamera. Und dann gibt es noch Zubehör. Du hast vielleicht Mikrofone, wenn du aufnimmst. Dann hast du, das wäre jetzt so ein Mikrofonakku. Dann hast du vielleicht irgendwelche Lichter. Für die Lichter brauchst du Akkus. Dann hast du vielleicht externe Videomonitore. Da brauche ich diese Akkus. Also, um das abzukürzen, ja, es gibt eine Vielzahl an Akkus. Natürlich auch der Klassiker für den Blitz oder irgendwelche Spezialgeschichten für spezielle Funkauslöser. Lassen wir das mal kurz so stehen. Und mein größter Fehler war, dass ich die Akkus nie beschriftet habe. Und das ärgert mich, weil ihr wisst, Akkus haben eine Lebensdauer. Irgendwann ist Feierabend, dann, ja, warum auch immer, die Lebensdauer ist erschöpft. Und tendenziell hat das natürlich schon was mit dem Alter und wie oft du den wieder aufgeladen hast zu tun. Es hat damit zu tun, wie deine Umgebungsbedingungen waren. Also wenn du jetzt ständig am Nordpol unterwegs bist, dann wird dein Akku schneller hinüber sein, als wenn der immer bei 20 Grad gelagert wird. Also du siehst, es gibt ein paar Faktoren, die reinspielen. Aber zurück zum Thema. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Erster Schritt, diese Akkubox geht weg und wird ersetzt durch eine schöne Werkzeugkiste mit Fächern. Ich blende die gleich mal noch hier oben ein. Zusätzlich habe ich alle Akkus anfangen zu beschriften. Es gibt jetzt kleine Jahresaufkleber und zwar das Kaufdatum, weil da habe ich angefangen, den Akku zu nutzen. Mein Problem ist nämlich, bei den wenigsten Akkus stehen hinten drauf wirklich irgendwelche Datumsangaben drauf. Ich habe jetzt hier einen Fremdakku von einem Drittanbieter. Extra ist das jetzt in dem Fall. Da steht nur drauf, ja, Lithium-Ionen, 7,2 Volt und so weiter, die technischen Daten. Aber hier steht nirgendwo ein Produktionsjahr. Hier steht irgendeine kryptische Seriennummer, aber auch hier kann ich keine Jahreszahl daraus ablesen. Bei einigen Herstellerakkus steht es drauf. Ich habe jetzt hier mal einen Sennheiser Akku, das ist ein Originalakku, hat mich 70 Euro gekostet, steht nicht drauf. Ich habe hier einen Canon Akku für eine 5D beispielsweise. Hier steht tatsächlich das Produktionsjahr drauf, 2012, das ist ein älterer Akku. Bei dem kann ich mir schon denken, der wird irgendwann rausfliegen, der wird es nicht mehr allzu lange machen. Und warum ich jetzt dieses Video mache: Der Hauptvorteil, wenn du deine Akkus beschriftet, ist, du hast auf einen Blick eine Info, ob dieser Akku noch, sage ich mal, innerhalb seiner Lebensdauer ist. Wie lange die Lebensdauer ist, blende ich hier mal ein. Das sind typische Angaben aus Wikipedia und die ich recherchiert habe. Und ich hatte schon ganz oft den Fall, dass ich einen vollgeladenen Akku in eine Kamera reingemacht habe. Ich bin auf eine Produktion gegangen, Videodreh, Fotoproduktion. Und erst letzte Woche, da habe ich diese komplette Kiste dabei gehabt. Die war komplett gefüllt mit Akkus. Und ich kam bei dem Dreh an, alles aufgebaut und innerhalb von einer halben Stunde musste ich erste Akkus wechseln. Wo ich mir dachte, Moment mal, was ist denn hier los? Und das hat mich extrem genervt, weil das waren ganz sicher alte Akkus. Während einer Fotoproduktion oder einer Videoproduktion habe ich jetzt nicht ständig Zeit, hier zu schauen im Kleingedruckten, was ist das jetzt für ein Produktionsjahr? Ist das vielleicht ein alter Akku? Sondern ich werde es zukünftig so handhaben:
die alten Akkus, wenn ich merke, die haben kaum noch Laufzeit, sehe ich das am Alter? Ich sehe es natürlich in der Kamera, hoppla, macht nach einer halben Stunde schlapp, dann wird der entsorgt. Oder er wird als Backup-Akku ganz unten im Kamerarucksack mitgenommen für den Notfall. Aber ich würde dann in der Videoproduktion gleich mal einen ganz, ganz neuen, voll aufgeladenen Akku reinmachen und weiß dann, okay, der hält mir jetzt auch 1, 2, 3 Stunden, je nachdem, wie intensiv die Produktion ist. Und das bringt sonst viel Unruhe in deine Foto- und Videoproduktion rein. Stell dir vor, du machst eine Hochzeit und gleich bei nach der ersten halben Stunde musst du Akkus wechseln. Das erweckt doch erstmal den Eindruck, hat der seine Akkus nicht aufgeladen? Moment mal, hat der überhaupt genug Akkus dabei, wenn der alle halbe Stunde wechseln muss? Also es, im Kopf des Kunden kommen da blöde Dinge hoch. Deshalb frische Akkus, voll aufgeladen und vom Alter her relativ neu. So. Und du kannst nur wissen, ob die Akkus neu sind, wenn du auch weißt, wann hast du die gekauft und eingesetzt. Deshalb meine Empfehlung, wenn du einen Akku kaufst, beschrifte sie. Du kannst es so machen wie ich mit einem Etikett. Du kannst auch simpel draufschreiben mit irgendeinem wasserfesten, permanenten Stift. Die Firma Edding kommt vielen in den Kopf, aber da gibt es sicherlich auch in den ganzen Bastelgeschäften ein paar Alternativen noch. Dieses Teil hier ist mein Etikettiergerät. Es ist ein Brother P-Touch 1830. Das Ding hat sich mehrfach bezahlt gemacht. Das Gerät selber ist relativ billig. Die Kosten sind nachher in diesen Etiketten, die man nachträglich mit der Zeit immer wieder kauft. Aber ja, ganz ehrlich, das ist halt ein Verbrauchsmaterial und das gehört in fast jedem Beruf dazu. Und deshalb ganz simple Bedienung. Entweder mit Akku, der jetzt nicht, der ist strombetrieben, Strom einstecken, anschalten. Du tippst hier ein auf der Tastatur, was du gerne haben willst. Leerzeichen natürlich machen, wenn du mehrere Etiketten auf einmal druckst. Und dann machst du hier dieses, drückst du dieses Knöpfchen und am Schluss drückst du hier. Ups, und schon hast du jetzt, ich habe jetzt hier 2 Jahreszahlen gedruckt, 2016, 2018. Ups, könnt ihr das sehen? Wahrscheinlich nicht. Ist aber auch egal. Also, das Vorgehen ist simpel. Erstens mal, du suchst dir deine Akkus raus. Ich habe jetzt hier einen Akku, bei dem weiß ich zufällig, den habe ich letztes Jahr gekauft. Boah, der klemmt. So. Hier ist der Akku. Du suchst dir eine Stelle, die gut zu nutzen ist. Natürlich nicht die Kontakte, klaro. Ich nehme jetzt in dem Fall diese Seite. Wenn die jetzt hier fettig ist oder sowas, mach die einmal sauber mit irgendeinem Tuch und ich klebe jetzt, ziehe diese Plastikhülle ab und klebe die hier drauf. Und warum guckt ihr euch YouTube-Videos an von einem Kerl, der Aufkleber auf Akkus drauf macht? Die Antwort ist, weil du das selber nachmachen willst, weil jetzt weißt du, aha, das ist ein ganz neuer Akku, 2019, das ist schon ein etwas älterer Akku, der wird schneller die Biege machen, ist meine Prognose. Vorausgesetzt, beide sind ähnlich oft im Einsatz, bei ähnlichen Bedingungen. So. Ich kann es dir nur empfehlen, hol dir entweder ein Etikettiergerät oder einen Stift, mit dem du deine Akkus beschriftest, damit du zukünftig bei deinen Fotoaufträgen gescheite, voll aufgeladene Akkus hast und dass du irgendwann auch guten Gewissens sagen kannst, 2012er Akku, auf Wiedersehen, auf zur Entsorgung und dann holst du dir neue. Ich wünsche dir viel Spaß beim Beschriften deiner Akkus. Mach es nicht so wie ich, weil es gibt hier in meiner Kiste auch einige Akkus, da steht kein Datum drauf und ich habe jetzt keine Ahnung, ist der Akku 1 Jahr alt, ist der 5 Jahre alt? Fragezeichen. Deshalb beschrifte sie gleich beim Kauf, beschrifte jetzt alle Akkus, bei denen du es noch weißt und die anderen bleiben leer, aber tendenziell sind das dann schon mal alte, gefährdete Akkus. Wenn dir der Tipp gefallen hat, du findest alle Artikel, also dieses Teil und den Stift in der Beschreibung. Ich kriege eine kleine Provision bei Amazon, falls du darüber was kaufst. Für dich bleibt der Preis bei Amazon identisch und ja.
Jetzt viel Spaß beim Beschriften deiner Akkus. Beschrifte sie gleich. In 2 Jahren weißt du nicht mehr, wann du sie gekauft hast. Und dann hast du so einen Stapel wie ich. Und mach es jetzt. Nicht noch mehr YouTube schauen. Bis dann. Ciao.